begleitet mich zum Wickedly Fun Halloween Workshop im Disneyland Paris. Ja, Freunde, ich würde sagen, Happy Halloween. Wir leiten die Halloween-Saison ein und wir haben viele Events geplant. Das erste starten wir hier im Disneyland Paris. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, für uns ganz gut, praktisch, wir haben frei, langes Wochenende. Ja, und es gibt ein Inside-Ears-Event, da durften nur 16 Inside-Ears teilnehmen und ich war eine der Glücklichen. Und deswegen haben wir unsere Anreise etwas verschoben, nach vorne gezogen. Wir fahren auch früher nach Hause, wir bleiben 3 Tage, bleiben dann nur bis Samstag. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal was frühstücken, bevor das Event beginnt. Und ja, dann gucken wir uns Halloween im Disneyland Paris an. Das ist ja noch nicht ganz so gruselig, aber ich kann euch versprechen, auf dem Kanal wird es noch ein bisschen horrormäßig. Ich habe ja schon mal ein Video zum Frühstück im Annette's Diner gemacht. Und hier könnt ihr die Karte nochmal sehen. Ich weiß gar nicht, ob der Preis damals auch schon bei 17 Euro war oder ob es damals noch ein bisschen günstiger war, aber auf jeden Fall eine schöne, leckere Frühstücksplatte. Frühstück ist da. Wir haben 2 Eier, Würstchen, Speck, Bohnen, so ein, wie nennt man das, Nina, nochmal? Rösti. Ja, so Art Rösti. Sirup, Butter, Toast, Pancake, ein Heißgetränk und einen Saft. Für 17 Euro. Guten Appetit. Nina hat so Hunger, die kann immer essen. Wir haben gut gegessen und jetzt sind wir vorm Disneyland und suchen hier unseren Treffpunkt mit allen von Inside Ears, weil wir unser Ticket brauchen, oder ich mein Ticket brauche. Ich habe auch noch den Jens vom Mausgebabbel hier getroffen. Und Nina ist noch bei uns, die wird sich aber gleich verziehen. Die macht ihr eigenes Ding und während unseren Pausen treffen wir uns dann immer wieder. Ich bin ja dankbar, dass die so gnädig mit mir ist. Ja, und genau, mal gucken, ob wir unser Ticket jetzt kriegen. Wir haben es in den Park geschafft, habt ihr bestimmt schon gesehen. Und ich bin dieses Jahr richtig begeistert von der Halloween-Deko. Es ist Altes und Neues irgendwie ein bisschen vermischt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir laufen jetzt zu unserem ersten Programmpunkt. Wir gehen zum Kostümatelier und dürfen dort mal Backstage reingucken. Dazu mussten wir auch zur Akkreditierung. Und total spannend, ich freue mich schon. Wir haben jetzt einen kleinen Workshop, so nenne ich es jetzt mal, in der Kostümfabrik zu den Halloween-Kostümen und mal gespannt, wie viel ich euch dort zeigen kann. Ja, also es hat dann angefangen, dass wir uns getroffen haben am Paradenausgang. Und wir haben schon gesagt, okay, hier stehen ja schon alle für die Parade, wird ein bisschen schwer. Und wir wurden dann von Inside Ears abgeholt und durften dann mit rein. Aber uns wurde schon direkt gesagt, dass wir keine Bilder und Videos machen können. Was ich fotografieren durfte, ist meine Backstage-Karte. Die blende ich euch hier mal ein. Ja, und dann sind wir diesen Weg lang gelaufen und auf einmal standen wir vor einem Gebäude, an dem ganz viele Charaktere rausgekommen sind und die sich gerade prepared haben für die Parade. Und das war so ein magischer Moment, nenne ich es jetzt mal. Das war wirklich noch nie für mich da gewesen. Die Aladdin hat einen Kaffee getrunken und die Prinzessinnen haben Kaffee und Tee getrunken. Anna stand draußen schon und auf einmal kamen die anderen Prinzessinnen wie in so einer Clique raus, sehen Anna und fangen an, einen Song von Frozen zu singen. Richtig, richtig cool. Und die waren, also es war jetzt nicht so, dass es einem irgendwie die Stimmung genommen hat, weil die waren alle schon in ihrer Rolle. Das war einfach großartig. Richtig, richtig schön. Dann sind wir
Dann sind wir in das Gebäude gegangen. Dort haben wir dann die Disney Ambassadors gesehen. Und er meinte so, ach, ihr könnt so glücklich sein, dass ihr heute die Chance habt, hier zu sein. Vor allem, dass hier gerade noch die Parade gelaufen ist. Wir sind ja in zwei Gruppen eingeteilt. Und in dieser einen Gruppe, also wir sind die Gruppe 1. Und wir haben halt das Glück mit der Parade. Die Gruppe 2, die hat das Glück mit der Parade ja gar nicht mehr. Denn, okay, lauf frisch. Ja, so. Sorry, wird's gerade ein bisschen eng. Ja, auf jeden Fall, die andere Gruppe hat dieses Vergnügen mit der Parade ja gar nicht mehr gehabt, denn die war ja dann schon gestartet. Dann auf jeden Fall mega Chance, was wir sehen konnten. Wir waren dann in so einem Gebäude mit ganz vielen kreativen Köpfen und Schreibtischen, so richtig cool. Dann stand da ein Iron Man Kostüm. Daneben war dann da ein Kostüm und da war ein bisschen Stoff von dem Kostüm. Da waren dann aus irgendwelchen Paraden Teile. Das war richtig, richtig mega. Und dann hatten wir die Chance, mit drei Designerinnen zu sprechen. Eine ist zuständig für die Gestaltung gewesen, die andere für die Materialien und die Stoffe. Richtig cool, also da einen schönen Einblick bekommen. Auch dass man ungefähr brauchen die so 12 bis 8 Monate, um eine komplette Parade oder eine Show auszustatten, was ja auch mega ist. Dann ist es so, dass es 15 Meter Stoff sind ungefähr pro Kostüm verarbeitet. Die Designerin bekommt dann von dem Showdirektor gesagt, so und so sollen die Kostüme aussehen. Und sie macht dann ihre ersten Zeichnungen. Dann sagt er, ah nee, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen dunkler, da ein bisschen heller und. Und dann geht das hin und her, bis dann eben das perfekte Design steht. Und dann kommen die anderen zwei Damen ins Spiel, suchen die Stoffe und die Materialien aus, die gebraucht werden. Auch krass zu wissen, für so eine Show gibt es ungefähr 600 Paar Schuhe. Und jeder Schuh muss ungefähr alle 2 Tage zum Schuhmacher gehen. Es muss ja natürlich eine weiche Sohle sein, dass da gut mit getanzt werden kann. Und ja, das ist schnell durchgetanzt. Also mega Infos. Und auch was krasses, es werden zuerst die Kostüme designt, ein paar Größen hergestellt. Dann lernen die erst den Cast kennen. Und dann können sie nochmal verschiedene Größen für kleinere, dickere, dünnere, wie auch immer anpassen. Also es ist super interessant gewesen. Und die machen das mit Leidenschaft. Und das hat man gemerkt. Und jetzt meine Assistentin, bitte. Ich muss es aufmachen, bitte. Moment. Wir haben auch ein kleines Geschenk bekommen. Und zwar vom Halloween-Kostüm. Hier so Stoff rum. Und das ist wirklich eine mega Erinnerung. Ich gebe das dir wieder. Das ist wirklich eine mega Erinnerung, die ich irgendwie niemals vergessen werde, weil das ist wirklich einfach nur wow. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Daran kommt man halt so nicht. Ja, und beim Rauslaufen war nochmal cool. Vor uns sind dann die Prinzessinnen gelaufen. Gerade raus aus dem Tor. Oder wollten Richtung raus aus dem Tor. Und dann sind die... Kannst du mir schon mal einen Rucksack machen? Dann sind die... ist aber die böse Königin ins Tor gelaufen. Und Aurora und die böse Königin witzeln da backstage rum miteinander. Das war echt cool. Jetzt laufen wir zu unserem nächsten Programmpunkt. Der wird sein... Food. Wir schauen uns in Billy Bobs das Halloween-Food mal etwas genauer an. Wir dürfen uns jetzt die neuen Snacks angucken zur Halloween-Saison. Ihr könnt es ja mal sehen. Ich finde diesen Keks, der sieht so interessant aus. Dann haben wir hier 3 verschiedene Donuts. Sind alle, glaube ich, zwei Stück mit Haselnussfüllung und einer mit Kokos und Orangenflavor. Hier haben wir dann die Sachen aus Victoria's und den wollen wir ja morgen probieren. Also Simone will unbedingt probieren. Mich spricht er jetzt nicht so an. Ich meine, die Beschreibung ist schon toll mit
Raspberry, Chocolate Biscuit, Orangenmus. Aber mich spricht das hier etwas mehr an. Vanillemus, das ist eher so meins. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall morgen testen. Aber wenn ich ihn jetzt so von nahen sehe, dass hier oben Glitzer drauf ist, dann finde ich ihn doch ganz cool. Weiter geht es hier mit den Desserts. Ich finde, das sieht optisch so schön aus. Dann haben wir hier so ein Chicken, so ein Terrine irgendwie. Ist jetzt, glaube ich, nichts wirklich für mich. Stuffed Chicken mit Sweet Potatoes, Potatoes, Paprika, Cranberry und. Ich glaube, nicht so für mich. Aber das hier sieht lecker aus. Und zwar noch ein Chocolate-Apfel. Dann haben wir hier diese Desserts. Die gibt es in den Buffet-Restaurants, meines Wissens. Und ich finde, die sehen alle drei richtig gut aus. Heiß begehrt die Popcorn-Eimer. Einmal mit Mickey und einmal mit Minnie. Und die leuchten im Dunkeln. Also die sind wirklich sehr, sehr süß. Und für uns geht's jetzt als nächstes zum Merchandise. Und da schauen wir uns dann mal an, was es denn alles Neues zur Halloween-Saison so gibt. Nachdem wir jetzt einen kleinen Einblick in das Merchandise bekommen haben, dürfen wir uns jetzt noch die Parade anschauen. Da bin ich sehr gespannt darauf. Danach ist das Event leider schon zu Ende und wir gehen noch einen Burger essen. Und danach haben wir einen mega, mega Programmpunkt. Wir gehen in die Bar, diese Deadpool Experience. Da freue ich mich richtig drauf. Da wird es aber ein eigenes Video dazu geben.
Leute, ich bin jetzt richtig im Halloween-Fieber. Die Parade hat richtig gekickt, muss ich sagen. Es war schön. Oh, wirklich traumhaft. Und das Schöne an der Parade ist, man kann ja so oft gucken, immer von einem anderen Fleckchen. Und dann sieht man immer was anderes und ist immer wieder neu. Sehr schön. Und war das Feuerwerk schon immer? Das ist neu. Ich kann mich nicht mehr so erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir gehen jetzt mal Burger essen im Hyperion. Nina möchte den neuen Halloween-Burger probieren. Mir sagt er jetzt nicht so zu, aber ich werde was anderes auf jeden Fall finden. Mittlerweile könnt ihr ja auch hier an so Riesentablets, sage ich jetzt mal, bestellen. Nina, zeig mal ganz kurz. Könnt ihr entscheiden zum Mitnehmen. Hier essen, wählt euer Menü aus und sucht halt aus, was ihr möchtet. Und am Abschluss könnt ihr es dann hier mit Karte zahlen. Aber wir können hier nicht bestellen, haben wir gerade festgestellt. Denn wir müssen ja mit Jahreskartenrabatt und dann müssen wir zum Counter. So, hier können wir mal den Burger von Nina sehen. Der ist noch eingepackt und das Dessert dazu. Die packt es gleich mal aus. In der Zeit zeige ich euch mein Essen. Ich habe mich nämlich für das Menü 1 mit Chicken Burger entschieden. Und während Nina hier auspackt, also wie gesagt, hier und in allen anderen Restaurants gibt es diesen Burger, gibt es den Burger mit einem normalen Patty und in diesem Marionette-Pinocchio-Dingsen-Bumsen da findet ihr den Burger mit Pulled Pork. Was ist da alles drauf? Rote Beete, irgendwas mit Pumpkin, keine Ahnung. Nina wird gleich berichten, wie es geschmeckt hat. Ich finde ihn tatsächlich ganz gut. Bisschen trocken, aber okay. Mhm. Normalpreis für das Menü inklusive Getränk liegt bei 16 Euro. Also, was waren alles drauf? Ich glaube, Karottenketchup, Karotten, rote Beete, Pepper, Check, Käse und ich glaube Cheddar Jalapeno Soße. Fanden nicht schlecht. Es könnte ein bisschen mehr Soße drauf sein. Das Gemüse war noch bissfest, das war gut. Nur der Käse war ein bisschen streng, was jetzt auch nicht so schlecht war, aber ja, war in Ordnung. Taste Test. Wir probieren jetzt das Dessert. Mandarinenmus gibt es hier. Alles, anders als man denken würde, ist hier kein Kürbis mit drin. Ne? Also wer sagen würde, dass man die Mandarine nicht rausschmeckt? Ich finde es eindeutig. Du nicht? Doch, aber es ist jetzt nicht so besonders. Ich bin halt eh nicht so der Fan von so Mandarinen, Orangen, Zitronen, alles, was so in die Richtung geht, aber ich finde es okay. Ich finde es okay. Freunde, es war bis jetzt ein sehr schöner Tag, muss ich sagen, auch wenn Nina ja richtig sauer auf mich ist, weil ja sie so früh aufstehen musste. Aber ich habe sie gut gefüttert und deswegen ist sie nett zu mir. Wir gehen jetzt noch am Pavillon Bilder machen. Und dann gehen wir ja Richtung Hotel New York, The Art of Marvel, denn dort haben wir die Cocktail Experience gemacht. Da wird es ein eigenes Video, oder da werden wir die machen, aber da wird es ein eigenes Video davon geben. Ich weiß noch nicht, ob wir danach noch irgendwas unternehmen werden oder ob wir danach schon dann im Hotel einchecken oder ob wir nochmal in den Park gehen, schon die Abendshow gucken, ob wir auf Simone morgen warten, das wissen wir noch nicht. Das wollen wir spontan gucken, wie fit wir später sind. Ich würde sagen, ich melde mich, egal in welchem Fall, einfach nochmal bei euch. Wir haben es mittlerweile wieder in den Park geschafft. Wir hatten eine wirklich wundervolle Zeit im Hotel. Pour découvrir notre spectacle Disney Electrical Sky Parade, qui sera suivi de Disney Illumination. Merci. Dear friends, wir haben es jetzt wieder in den Park geschafft. Wir hatten wirklich ein richtig lustiges Deadpool-Wolverine-Spektakel.
Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist nicht günstig, aber es war schon richtig, richtig cool. Wir schauen uns jetzt noch die Drohnenshow an. Disney Electrical Sky Parade in der Halloween Special Edition. Ich bin gespannt. Simone hat sich schon spoilern lassen und sagt, dass es großartig wäre. Ich bin gespannt. Ich habe es mir gestern nicht angeguckt vorab. Also, dieses Halloween Special Magical Sky Parade. Zuerst ganz normal die Disney Magical Sky Parade? Electrical, sorry. Ach Gott. So, Electrical Sky Parade. Süß. Aber meiner Meinung nach eine der schlechteren Drohnenshows hier. Das Halloween-Speziale ist eigentlich die ganz normale Drohnenshow plus noch ein kleines bisschen Halloween dazu, was ganz süß war oder ganz süß ist. Hat mir richtig gut gefallen. Ich hätte einfach das davor mal weggelassen. Nett, wenn wir früher in den 90er Jahren hier waren. Ich finde, das ist zu langweilig. Die Bilder sind zu lang irgendwie nee, da. Doch. Das ist Kindheit. Das ist egal, deine Kindheit. Der Kindheit war nicht 1900 noch was? 1870 vielleicht. Nee, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das war so, wir sind im Gegensatz zu den Drohnenshows davor, ist mir das alles, dauert so lang, bis was Neues passiert. Aber die Halloween-Frequenz dann am Schluss, die ist super. Die ist wieder, das mag ich. So. Ich beende aber jetzt hier das Video. Ich möchte aber nochmal mich bedanken, denn so ein Event wie heute, dass ich da Backstage gehen darf, dass ich mir gesondert Food and Beverage sowie Merchandise angucken kann und auch den Leuten, die dahinter stehen, Fragen stellen darf, das ist euch zu verdanken, weil ihr fleißig guckt, weil ihr mich unterstützt. Und deshalb vielen lieben Dank. Ich hatte einen schönen Tag, dank euch. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen. Wir sehen uns in den kommenden 2 Halloween-Tagen hier noch im Disneyland Paris.